wirklich das MMORPG-Genre eigentlich revolutioniert hat, in dem Sinn, da es einfach irrsinnig, ja, es war einfach schon das, wie man es kennt hat, es hat Burgen gegeben, die was man erobern kann, also alles, was man jetzt irgendwie hat in solchen MMORPGs, das hat es einfach schon irgendwo mal gegeben. Ich meine, das ist eh der Spruch, kann man eh, glaube ich, überall sagen, aber das Spiel hat einfach, es hat alles schon mal gehabt und das hat es auch gut gemacht und es war jahrelang einfach wahnsinnig gut. Bin mir eigentlich jetzt gar nicht sicher, wieso das untergegangen ist. Ich denke mal, die Technik wird nicht ganz unschuld gewesen sein und WoW hat das einfach, hat es schon einen guten Puls der Zeit getroffen mit dem Ganzen. Jetzt muss ich mal schauen, haben wir den Quest schon wieder fertig? Ja, 26, das heißt, bevor wir oben gehen, müssen wir dann nur schauen, dass wir den Quest abgeben. So. Ach, das ist. Also der Explosivschuss. Ich meine, der andere war halt auch irrsinnig lässig, weil er durch das Bouncen einmal viel Gegner getroffen hat, aber. Nein. Nix im Vergleich zu dem. Oh, eine Geheimkammer. Hallo? 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 Und K. Bei Pack is full, sagt er. Sagt sie. Och, wir haben zu viel Identifikationsschrift drin. Also das ist mal was Neues. Und natürlich war das orange Item nicht für uns. Magic Defense. 57. 420. Jetzt kommt es mal drauf an, was das drum kann. Pattern Minion Armor, Pattern Minion Damage, Decreased Pet Hunt. Na, so gut ist es auch nicht. Na, so gut ist auch nicht. Muss man dazu sagen. Ich habe mir jetzt auch schon oft gedacht, vielleicht sollte man sich ein bisschen was anders skillen. Also, nicht, dass das jetzt schlecht war, was wir jetzt da haben, aber ich glaube, dass wir zumindest auf Magic ein bisschen gehen sollen, weil wir haben ja da jetzt nicht. Den haben wir weg. Wir haben jetzt dann minder auf Spell Schaden und ich weiß nicht, ob der Explosive Shot zum Beispiel mit Spell Damage skaliert. Ja, keine Ahnung. Und das habe ich nämlich noch gar nicht gedacht, dass man vielleicht da ein wenig mehr auf Magic gehen sollen, wenn wir schon so. Nein, aber ich weiß auch nicht. Also beim Zauber selber steht jetzt nichts dabei. Boah, da geht's zu, da. Da steht jetzt nichts dabei, dass irgendwie mit Magic Damage weitergeht. Weil es steht ja eindeutig dabei, skaliert mit DPS. Und drum kommt eigentlich der unschuldige Rollenspieler meiner. Dass das eigentlich nicht skaliert. Aber ich lasse mich gern belehren. Wenn da irgendwer schon Erfahrungen hat mit dem, bitte schreibt's was. Ich hab nämlich in dem Fall keine Ahnung. Interessant. Mal schauen. Vielleicht lässt sich irgendwie herausfinden. Weil direkt skillen möchte ich mich nicht, weil das eben. Man kann sich ja nicht umskillen in dem Spiel, möchte ich auch dazu sagen. Sie haben es absichtlich so gemacht, dass der Wiederspielwert zwangsweise ein wenig kommen wird, sage ich mal. Also, wenn man jetzt wirklich was anderes spielen will, dann hilft es halt nicht, dass ich da jetzt auf einen Button klicke und hey, und bin wieder umskillt. Sondern hey, ja, dann fangen wir den eigenen Ciao an. Aber das ist einfach beim Singleplayer-Spiel jetzt nicht so wirklich tragisch. Ich meine, so, wenn ich unbedingt was spielen will, dann hat man es halt so gemacht wie früher. Man gibt halt ein Jedi und dann hat man auch alles, was man will. Ich meine, das tut man halt heutzutage nicht mehr, weil es erstens einmal durch die ganzen Spiele schon in dem Sinn eingeschränkt wird, weil ja die meisten online sind. Das heißt, Cheaten in dem Sinn fällt eigentlich auf dem normalen Weg jetzt ewig. Aber gibt es halt noch immer Möglichkeiten bei den Offline-Spielen, wie zum Beispiel Torchlight dann ist, dass man sicher noch cheaten kann. Bin mir sicher sogar. Interessant. Ja. Und wir schnetzen sie dann immer durch die Gegend. Ganz viel Keks. Junge Keks haben wir da zusammen. Ich hoffe, wir haben sie da jetzt nicht verrennt. Das darf jetzt ist nicht schade finden. Na, haben wir sie natürlich nicht. Und da haben wir so ein paar Tränke mal. Ach, gut, dass ich es jetzt ausnutzen wollte. Ja, genau.
Wir haben nämlich da. Ich vergiss das doch immer. Gibt's ja nicht. So. Passt. Falle geschickt ausgewichen sozusagen. Und der ist down. Jawohl. Dann. Ja, schauen wir vorher noch an. So. Quest abgeben. Oh, du hast mich umgekehrt? Sicher. Ich werde das jetzt absichtlich immer vorlesen. Das ist nämlich echt immer das Gleiche. Es war nur so, dass. Ich lese seinen Namen. Das ist der Run Mock the Black. Im 28. Flur unter Torchlight sein Unwesen treibt. Das heißt. Ich weiß gar nicht, in welchem Flur das wird jetzt geworden. Haben wir jetzt einen Flur lang keinen Name-Mob? Da haben wir ja direkt 100. So, brauchen wir da irgendwas? Das Equip ist irgendwie komischerweise. Es geht langsam eigentlich bergauf. Also. Extrem selten kriegt man mal wieder was, wo man sagt, hey, gescheit cool. Aber gut. Stört mich jetzt eigentlich nicht so, weil ich das spüre recht gern. Weil ich gern mag, also das ganze drumherum. So. Und? Oben mit uns. Okay, Floor 27. Okay, wir haben jetzt wirklich einen ganzen Floor lang kein Name-Mob. Sehr interessant. Naja. Dann schauen wir mal weiter da. Keine Gegner. Das heißt meistens. Oh. Hallo? Wir haben es gefunden. Ich kann's. Ich glaube, ich kann die Schmiede bedienen. Die Bücher in der Bibliothek von vom Overseer haben den Details beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Es wird eigentlich mir auch möglich sein, dass ich die Korruption, was über die ist, mit der Stärke vom Ember wegmachen kann. Stell dich bitte auf die Plattform da vorne. Ja, das tun wir gleich mal. Und wir werden da gepritzelt. Ach. Syl! Du bist gekommen, um uns joinen. Dass du auch bei uns bist. Ich hab gewusst, dass du Ordraks Ruf auch hören wirst. Master Aldrich! Du wirst doch nie so eine zerstörendere Kraft nehmen, die was an Ember korrumpiert hat. Und das hat dein Geist angegriffen, nur dazu. Wenn der Ordrak die Quelle von der ganzen Verseuchung ist, dann ist deine Pflicht, dass du ihn zerstörst. Ja, es ist Zeit für eine neue, Stunde, Lernstunde. Mit Ordraks Kraft können wir die Welt neu formen. Komm und triff den neuen Meister. Oh. Da sind wir jetzt. Und die Syl ist verschwunden. Aha. Ja, nicht gut. Ja, da haben wir jetzt gar nicht so viel machen können. Dann gehen wir gleich mal oben. Okay, jetzt ist mir klar, wieso im 27. Untergeschoss kein Name-Mob war. Na gut. Gut, das kennt man. Die haben wir gleich ausschießen können. Servus. Jetzt weiß ich ja, wieso da kein Name-Mob war. Okay. Ist klar. War wieder Versammlung von ein paar Leuten. Und die Syl ist weg. Interessant, was haben wir denn da jetzt? Rescue Syl. Die send further and rescue her. Okay, also immer weiter oben mit uns. Und wir sollen Flammenschwert. Servus. Hey, was trifft? Also wir sind immer weiter oben jetzt. Das hätte mich auch gewundert, wenn wir wieder aufhören müssen. Und die Syl retten. Von ihrem grauenhaften Schicksal. Okay, dann schauen wir mal, was wir da machen können. Bin überrascht. Ich lasse mich überraschen. Ob wir ihr noch helfen können. Ob der noch zum Helfen ist, weiß ich nicht. Und da haben wir schon einen Nebenab. Da war alles leicht und blitzt. Kennt man eigentlich eh von Diablo, muss man mal sagen. Dann ist er neben mir. Da hält aber für was. Mit ein wenig Mana auffüllen. Ach, das ist ja lässig. Also eigentlich
könnte man ohne Tränke auskommen, obwohl das ja eigentlich, sag ich jetzt einmal, so ein Spiel ist, wo man Tränke saft wie nicht ganz gescheit. Sam wie in Diablo 2, da war auch das Tränke saufen einfach. Ist ja nicht wichtig, dass du überlebt hast. Das ist eigentlich bei den meisten Spielen jetzt entgegensteuert worden. Ich sag jetzt mal Hausnummer Guild Wars, da ist ja bewusst auf eine Heilerklasse verzichtet worden. Jetzt stellen wir uns das mal vor, MMORPG ohne Heiler, das ist eigentlich unvorstellbar. Aber funktioniert halbwegs gut, weil es einfach gänzlich darauf verzichtet haben, dass sie sich bei den Dungeons Gedanken machen. Also es ist leider so, es war das jetzt meine Meinung, aber ne, für das bin ich ja da, dass ich da meine Meinung sage. Und es ist einfach die Tatsache, dass die Dungeons in Guild Wars absolut verkackt sind. Also ich war, die Idee ist cool, weil sie einfach gesagt haben, ey, na, mach mal Dungeons, das ist eh klar, für ein Rollenspiel gehört es einfach ein wenig einer Dungeon-Manier. Aber es ist einfach so umgesetzt worden, dass man sagt, hätte es doch bitte lassen. Es ist die ganze, ich meine, das Styling, das Setting ist einfach bei Guild Wars super, das hat auf jeden Fall hin. Das sieht man in der ganzen Welt. Wieso können wir da nicht immer aufwerten? Aber es ist einfach, es ist irrsinnig schlecht umgesetzt, da das Ganze, es ist nicht durchüberlegt. Die Mob-Kämpfe haben kurz gehalten, okay, das passt eh. Aber es sind einfach die Bosskämpfe, die was, also ich weiß ja nicht. Das kann ja nicht einer ernst sein. Hat, weiß nicht, wer von euch Skill was gespielt hat. Aber der letzte Kampf gegen den Drachen, also ich meine, ja hallo, das kann ja nicht einer ernst sein. Das ist wirklich, ja. Also wie schon gesagt, das ist meine Meinung, ihr dürft mir euch kritisieren und so jetzt, sonst euch traut's. Aber es weiß nicht. Ich finde, das ist einfach nicht gut getroffen worden. Und sie können sich einfach, von WoW kann man sich einfach immer noch was anschauen, was das angeht. Also ich meine, das ist, da kann WoW einfach zurzeit an und keiner noch. Ich meine, das wie ein Guild Wars gar nicht, muss man dazu sagen. Die sagen auch, die wollen, also Guild Wars soll natürlich auf Gildenkriege ausgelegt sein. Und wer sich da jetzt recht für PvE erwartet, ist eben falsch dran. Es muss man auch sagen, das ist einfach Guild Wars. Das war der einzige Teil, also den habe ich nicht gesagt. Aber man muss einfach sagen, widely known sind wir übrigens, ganz am Rande. Ziemlich weit bekannt. Aber man muss einfach sagen, es ist so schade, dass den Aspekt nicht nur ein wenig einfach, schauen Sie sich etwas auf dem WoW, hilft eh nicht. Aber der Aspekt, der ist einfach ein bisschen in die Hosen gegangen, weil es, ja, wie schon gesagt, unbalanciert ist, relativ uninteressant. Das Nahkämpfer hat mir da läuft mir in Gefahr, dass man einfach bei jedem blöden Mob in der Innen stirbt. Weiß auch nicht. Mit einer Random-Gruppe braucht man sowieso, also die, es gibt ja dann einen Explorer-Mode, wo sozusagen der Dungeon ist, der was dann auch wieder ein total leichtes Setting hat. Also ich sag's nur mal, settingtechnisch ein Wahnsinn. Einfach, da haben sie sich was angetan, da haben sie sich was überlegt, weil es einfach schön alles ausschaut. Aber, also wie schon gesagt, der spielt dann eben in dem gleichen Dungeon, lokal jetzt, aber halt der Dungeon schaut innen anders aus. Man kann sich dann für verschiedene Wege entscheiden. Aber gut, das ist einfach schade, dass das Ganze dann so in die Hosen gegangen ist. Aber gut. Wenn wer unbedingt PvE spielen will, dann sollte er halt anders spiel zocken. Na gut, aber zurück zu Torchlight. Brauchen wir ja nicht über andere Spiele reden. Solche Pipine, die da jetzt überhaupt nicht kommen, von Hundertsten ins Tausendste. Es ist schön. Unser Pet ist gleich hier. Haben wir verklumpert mit. Identifizieren wir mal wieder runter. Lal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 
Wobei wir wieder bei dem Punkt waren, ja, es gibt kein Vergleichssystem, also wenn ich da jetzt Ranged spiele und da die Hälfte rein tue und die Hälfte bei Rogue, dann ja, bin ich halt nicht so wirklich gut bei dem Ranged. Ja, das war jetzt cool. Aber ja, es ist halt einfach, ich möchte jeden Punkt auf Ranged rein tue, weil ich spüre sonst auch nicht so einen Fernkämpfer, sage ich jetzt einmal. Es ist wirklich mein erster Fernkampf-Char in so einem, ja, Rollenspiel oder Hack and Slay halt. Ist so ziemlich mein erster Hunter-Verschnitt, sag ich jetzt mal. Also Mage würde mir auch vielleicht nur das Range zählen, aber ja, das ist einfach so mein. Also Mage spiele ich, wenn ich allgemein, ja, wenn ich ein Spiel spiele, ist das meistens Mage. Also ich habe bei Guild Wars ein. Na, wie heißt er denn? Messmer. Und ja, ist auch cool zum Spielen. Aber er ist halt extrem PvP-lastig. Also eigentlich das, was. Ich mag PvP nicht so wirklich. Und drum eben. Vielleicht kommt es auch wegen dem eine Meinung über Guild Wars. Weil er einfach PvP. PvP ist nicht so meins. Vor allem das, was da in Guild Wars das WVW war. Aber zurück zum Thema. Jedenfalls der Messmer ist. Messmer ist. PvP-orientierter Char und eben sowieso eher geeignet für PvP. Gut, wurscht. So. Jetzt verzaubern wir mal den nochmal. Komm. Oh, da haben wir sogar eine Chance, dass hier wird. Haben wir noch eine Reservewaffe? Heben wir auch. Ah, komm. Oh. Und die ist schon wieder verstärkt worden. 429 DPS. Was ist dazu gekommen? Ich glaube mehr Physical Damage, wenn man nicht alles dasht jetzt. Och, geil. Ja, das ist ja echt geil, schau. Also wir haben da jetzt schon starke Waffen, muss ich mal dazu sagen. Haben wir eigentlich unseren Name-Mob, schau. Au, 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 au. Ach, der beschwert die da immer, oder wie? Servus. Your pet is hurt. Naja, dann kriegt er halt was. Wenn wir nicht so sind, darf er sich einen Heiltrank gerne duschen. Komm wieder zu, aber passiert eh nichts. Gegner halten aber jetzt auch schon so viel aus, muss man sagen. Das ist schon direkt anstrengend, da so ein Niederknüppeln. Vor allem von den Gräsern. Ich meine, die Clan, die okay, One-Hitter. Aber ich möchte wissen, wie das da mit dem Warrior war. Also ich meine, der wird natürlich auch irgendeinen Flächenspell haben. Das glaube ich fast nicht sonst. Aber. Oder Mage, also Alchemist hast du ja eigentlich in dem Spiel. Ist auch sicher interessant. Aber ich glaube nicht, dass man mit dem Char das nochmal durchspielen, ehrlich gesagt. Na, ich glaube einmal wird es reichen. Außer, also, es gibt sogar da, aber was ich gesehen habe, ja nicht so unbedingt. Also, es gibt sogar da, dass man sagt, hey, man macht nur eine, aber ja. Und da war schon wieder so ein Caster, den mag ich gar nicht. Identify Scroll, Servus. Oh, der geht gleich gar nicht so weit. Okay, hat auch begrenzt die Range. Ah, oh, das ist so schön, jetzt wird auf, weil ich jetzt ein. Dann macht's BAM und dann nochmal Level Up. Könnte man auf. Ja, okay, sogar die Werte werden dann aufgeführt. So. 3. Da, jetzt weiter. Okay, und 40 DPS, sehr fein. Haben wir Stochen, die wir schon ausgefahren sind. Ja, ist da wüsste ich nicht mehr. Und Stairs Down. Sehr geil. Wie viel man der Crit macht, aber nicht nur Doppeln schon. Er macht sogar 3 oder 4 Wochen. Interessant. Oder 40, 140, 800, ja. Achso, ist eh klar. Wir steigern ja einen Crit-Schaden, ja, glaube ich, auch irgendwo. Direkt immer. Ja. So, Stairs Down. Haben wir den Nebenmob jetzt geschafft? Ja. Na, dann gehen wir den schnell an. So, der. Und da haben wir unseren Abgeber-Tipp. Lalalala. Ja. Natürlich habe ich ihn besiegt. Und jetzt müssen wir Kusor Back the Bloody im 30. Flur unter Torchard umhauen. Und ich glaube, wir waren jetzt am 28. Jetzt müssen wir im 30. nächsten umhauen. Das heißt, nächster Flur, ob der Treppen, wird höchstwahrscheinlich ein Endgegner sein. Aha.
Und da haben wir Berserk.